Müssen das bestimmt. Alles klar? Ja, dann begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Antonia Peters. Ich bin die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Und heute haben wir Professor Dr. Christian Stiere zu Gast, der uns etwas über körperdysmorphische Störungen erzählen wird. Hallo Herr Stierle, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Und Dank, dass ich da sein darf. von körperdysmorphen Störungen haben wir alle sicherlich schon was gehört, aber die wenigsten können sich vorstellen, was diese Störung eigentlich ausmacht. Können Sie uns erzählen, was man denn unter körperdysmorphen Störungen versteht? Ja, genau. Sehr gerne. Also die körperdysmorphe Störung ist eine Erkrankung, bei der sich Menschen exzessiv Sorgen und Gedanken um ihr Aussehen machen und vor allem um vermeintliche Mängel an ihrem Aussehen, die für andere Menschen oft gar nicht oder wenn nur ganz leicht zu sehen sind. Und das in der Folge die Menschen sehr, sehr stark beschäftigt und es immer wieder dazu kommt, dass sie also ganz spezifische Verhaltensweisen zeigen, wie sich zum Beispiel häufig im Aussehen zu kontrollieren, ihr Aussehen zu versuchen zu kaschieren, zu verstecken, sich rückzuversichern bei anderen Personen, ob sie denn okay aussehen. Und das erzeugt manchmal über viele Stunden am Tag ganz viel Leid und Einschränkungen und viele Lebensbereiche klappen einfach dann nicht mehr so, wie sie vielleicht klappen könnten oder sollten. Wie muss ich mir das vorstellen? Was könnte eine körperdysmorphische Störung sein? Also, ja, wer ist davon betroffen oder wie äußert sich so etwas? Ja, also häufig ist es so, dass Menschen eben in bestimmten Bereichen ihres Körpers mit Aspekten davon sehr unzufrieden sind. Das betrifft grundsätzlich den gesamten oder kann den gesamten Körper betreffen, aber fokussiert sich sehr häufig auf so Partien, die so im Gesichtsbereich liegen. Also Haut ist ganz häufig betroffen, die Nasenpartie, die Haare auch häufig, manchmal auch die Zähne. Und ansonsten kann es aber jeden Körperbereich betreffen, in dem Menschen Sachen massiv störend finden, sich manchmal auch entstellt fühlen, diese Körperbereiche sehr hässlich finden, obwohl wir das von außen betrachtet, also vom Fremdbild her oft als ganz normal oder manchmal auch als ganz attraktiv, ne, einschätzen. Und betroffen sind viele Menschen grundsätzlich natürlich von Aussehenssorgen, also das betrifft eigentlich fast jeden, aber in diesem eher pathologischen Rahmen, also wo wir wirklich so eine klinische Störung dann auch erfüllt haben, betrifft das so circa 2% in der Gesamtbevölkerung und nahezu ähnlich viele Männer wie Frauen. Also wir sind bei einem Verhältnis eigentlich so zwischen 60 und 40% ungefähr zwischen Männern und 60% Gibt es von da Frauen. bestimmtes Alter, wo Menschen an dieser Störung leiden oder erkranken? Oder betrifft das alle Altersgruppen? Naja, also das ist eine schwierige Frage, weil die körperdysmorphe Störung eigentlich ohne eine adäquate Therapie ganz selten einfach von alleine weggeht. Deswegen zieht sich das häufig durch die Lebensbiografien dieser Menschen dann über viele Jahre hinweg auch sozusagen durch. Aber der klassische Erkrankungszeitpunkt, wo die meisten Leute erkranken, ist eigentlich in der Pubertät. Das heißt, das mittlere Ersterkrankungsalter nennen wir das, der Onset sozusagen, der ist eigentlich im Alter von so 16 Jahren. Wobei wir jetzt immer mehr auch herausfinden, dass also auch jüngere Kinder, also schon fast vor der Pubertät oder mit dem Beginn der Pubertät, manchmal schon erste Symptome zeigen, also manchmal auch schon im Alter von 11 bis 12 tatsächlich. Aber das Vollbild klassischerweise so mitten in der Pubertät, so im Alter von 16 Jahren. Und dann zieht sich das eben über das junge Erwachsenenalter bis manchmal auch wirklich so durch das Erwachsenenalter hindurch, wenn die Betroffenen keine adäquate Behandlung finden. Sie sagen, ja, Menschen sind dann unzufrieden oder beschäftigen sich sehr mit ihrem Aussehen. Heißt das, dass sie dann auch Eingriffe vornehmen, also was weiß ich, die Lippen aufspritzen lassen oder erste Falten wegspritzen lassen oder operative Eingriffe vornehmen? Ja, also das kann durchaus sein. Also die Betroffenen versuchen so auf verschiedene Art und Weisen ihr Aussehen und diese wahrgenommenen Mängel, die sie wahrnehmen, zu korrigieren. Also einmal durch zum Beispiel
Die Verwendung von ganz viel Make-up oder von so Accessoires, die vielleicht auch von so Mängeln ablenken. Aber dann auch durch eben kosmetische Eingriffe, durch dermatologische Eingriffe, die mehr oder weniger invasiv sind. Also da gibt es ja unterschiedliche, ja, unterschiedlich schwere oder invasive Eingriffe. Und das kann also von häufiger Anwendung von bestimmten Peelings oder Cremes bis hin eben zu der Verwendung von dermatologischen Fillern oder von eben Botox bis hin zu wirklich plastisch-chirurgischen Eingriffen aufführen. Genau. Also da habe ich jetzt so ganz spontan Michael Jackson vor Augen, der ja als Kind eigentlich sehr süß und sehr niedlich war und der ja dann im Laufe seines Lebens sich immer mehr doch verwandelt hat und ich persönlich ihn doch recht hässlich am Ende seines Lebens fand. Ist das auch so ein Fall von Körperdysmorphie-Verstörung? Ja, man kann es natürlich nicht sagen, so über die Distanz, und muss da immer so ein bisschen aufpassen. Aber dieses Verändern, sagen wir mal, des Aussehens über die Lebenszeit hinweg, das ist sicherlich was, was also ein Symptom sein kann von der Körperdysmorphenstörung. Ne? Und das betrifft eben manchmal die Haut, manchmal wird die Haut also gebleicht, gebleached, oder es werden eben viel, ne, dermatologische Eingriffe gemacht, Operationen rund um die Nase. Sind nicht selten bei Menschen mit Körperdysmorphie-Störungen. Und ganz oft führen diese Eingriffe aber nicht so zu dem gewünschten Resultat, ne, das sich die Leute erhoffen. Das führt dann oft dazu, dass die Leute dann wieder und wieder auch diese Eingriffe wiederholen oder korrigieren lassen. Und das ist natürlich ab einem gewissen Rahmen dann auch schwierig medizinisch, ne, weil bei der Nase dann irgendwie manchmal auch ganz wenig Substanz noch da ist, an dem man dann operieren kann. Ne? Das ist Ja. eigentlich was, wovon man abraten sollte, muss man sagen. Weiß man dann was über die Ursachen, warum sowas auftritt? Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir ja mittlerweile eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen davon ausgehen, dass man das nicht so mit einem einfachen Satz quasi, ne, beantworten Richtig. kann. Also wir gehen natürlich von so einem multikausalen Störungsmodell aus, ne, mit verschiedenen Gründen. Also sicherlich gibt es biologische Faktoren, die jemanden eher vulnerabel machen für so eine Erkrankung, Also anfälliger. anfälliger genau machen. Wir gehen davon aus, dass der Serotoninhaushalt ähnlich wie bei den Zwängen vielleicht eine mögliche Rolle spielt, wobei das jetzt in der letzten Zeit auch immer mal wieder so in Frage gestellt wird, ja auch bei den Zwängen so. Was sicherlich so aus der Erfahrung viele Menschen teilen, ist, dass sie in irgendeiner Form schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben, häufig in Form von so Mobbing während der Schulzeit oder auch in ihren Kernfamilien, dass sie in irgendeiner Form gelernt haben, dass irgendwas mit ihrem Aussehen vielleicht nicht stimmt, dass sie dafür irgendwie stigmatisiert wurden etc. Das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Genauso, falls jemand wirklich tatsächlich frühere dermatologische Erkrankungen zum Beispiel hatte, ne, eine starke Pubertät Akne. zum Beispiel, ne, das ist sicherlich ein Risikofaktor. Wir finden auch immer wieder Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, die sehr perfektionistisch sind unter den Patienten, die das sehr, sehr hohe Ansprüche auch an sich gelernt haben, so. Und einen wenig fürsorglichen Umgang eigentlich mit sich gelernt haben. Ne? Die sehr hart mit sich ins Gericht gehen, viel von sich verlangen, sich auch schnell mal runter machen und auch bis hin zu richtig entwerten, so muss man sagen. Also die auch ein geringes Selbstwertgefühl haben. Ja, genau, das kann Gibt es man ja so. bei den klassischen Zwangsstörungen ja ähnlich häufig. Ja, genau. Und ja, über die Geschlechterverteilung haben wir ja gesprochen, dass es etwa gleich ist. Ja, was kann ich denn tun? Was ist die richtige Therapie? Oder gibt es überhaupt schon eine Therapie, die da helfen kann? Ja, genau. Also es gibt schon relativ gute Studien eigentlich, die belegen, dass also Psychotherapie so Mittel der Wahl ist, muss man sagen. Also und man da wirklich auch Mut machen kann, dass also Psychotherapie hilfreich ist für Menschen mit Körperdysmorphie-Störungen. Die beste Evidenz gibt es momentan bei der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist das Verfahren, das so am meisten untersucht wurde, und da kann man wirklich sagen, also dass ein großer Teil der Betroffenen auf diese Therapie anspricht, also wirklich davon profitiert.
und auch deutliche Erleichterungen dadurch finden kann. Das muss man Kannst du wirklich noch sagen. mal genauer beschreiben, was die kognitive Verhaltenstherapie da Ja. machen kann oder wo sie helfen kann, wie das aussieht? Ja. Genau, also so eine klassische Therapie, also die kognitive Verhaltenstherapie ist ja ein Therapieverfahren, das so zu den Richtlinienverfahren der Psychotherapie zählt und die sich insbesondere ja auch bei den Zwangsstörungen und verwandten Störungen sehr bewährt, muss man sagen, ne? Wo man sagen, wirklich klar sagen kann, da ist das Mittel der Wahl oder sozusagen der Goldstandard, ne? Also zu einer guten Psychotherapie gehört natürlich als allerersten und wichtigsten Schritt erstmal der Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten. Das ist erstmal das, wonach man immer suchen sollte, auch als Patientin, als Patient, wo man sich vom Bauchgefühl her wohlfühlt, wo man sich gut aufgehoben fühlt und wo man jemanden gefunden hat, der Interesse hat, mit jemandem, also mit einem selbst sozusagen durch diese Störung zu gehen und daran zu arbeiten und das zu behandeln. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Ich glaube, der zweitwichtigste Punkt ist dann, dass man ein gutes Verständnis gemeinsam entwickelt, wie es zum Ausbilden eben dieser Problematik kam und warum Aussehen und dieses Thema Körper so eine hohe Bedeutsamkeit bekommen hat, ne, im Leben der jeweiligen Person. Und dann kann man daraufhin in der Regel ganz gut erarbeiten, was hält eigentlich diese Symptomatik, ne, also die Problematik aufrecht, ne, welche Verhaltensweisen sind hilfreich, welche sind vielleicht kurzfristig hilfreich gefühlt, aber halten das Ganze langfristig eher aufrecht, ne. Danach gucken wir vor allem in der Verhaltenstherapie und verändern quasi auf so den Ebenen des konkreten Verhaltens, ne, also wie ich mich wirklich verhalte mit dieser Problematik, wie ich darüber nachdenke, also welche Gedankengänge ich Also auch habe. welche Werte ich habe, oder? Ja, manchmal auch welche Werte, ne? Also warum ist das vielleicht wichtig, sich auch von, ne, dieser Symptomatik auch ein Stück weit zu lösen? Was sind so Ziele im Leben, die man angehen möchte, die einen motivieren, da auch was zu verändern? Absolut, ne? Und dadurch arbeitet man meistens dann auch an dem emotionalen Erleben, ne, das man hat. Und das betrifft bei der körperdysmorphen Störung ganz häufig das Gefühl Scham, weil sich Menschen häufig für ihr Aussehen schämen und eben dadurch sehr eingeschränkt sind, ne, im Kontakt mit anderen. Ganz konkret bedeutet das also Erarbeitung von so einem Störungsmodell, würden wir sagen, und anhand dieses Störungsmodells Ableitung von den Therapieinterventionen. Und das ist ganz häufig so, zum einen ein Abbau von Sicherheits- und Vermeidungsverhalten, das heißt wieder Aufbau von Aktivität, wieder rausgehen können, wieder soziale Kontakte aufzunehmen und zu überprüfen, ob die Hypothesen, die man im Kopf hat, also die Annahmen, ne, die Menschen haben, wenn ich Ich bin rausgehe mit hässlich, zum Beispiel. und das bedeutet, dass die anderen mich dann ablehnen werden oder so. Wirklich zu überprüfen, ob die wirklich stimmen oder ob das nur Annahmen sind, die vielleicht früher mal gültig waren, aber jetzt nicht mehr. Ne? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das ist eine Therapie, die einen ganz schön fordert, weil man natürlich irgendwie Sachen auch ausprobieren muss, ne? Ob die immer noch so passen oder nicht. Ne? Und versucht wirklich so seinen Bewegungsradius Stück für Stück zu erweitern. Das heißt, es kommt auch dann oft zu so Therapieeinheiten wie Expositionstherapie, also wo man sich mit Ja. halt auch angstbesetzten Situationen wieder konfrontiert, ne, und die anders versucht zu meistern als bisher. Was wäre so eine Konfrontation in dem Fall? Ja, häufig sind das solche Übungen wie zum Beispiel ohne Schminke nach draußen zum Beispiel zu gehen, ne, und Brötchen zu holen, ne. Das ist für viele Patientinnen schon ein ganz, ganz, ganz schwieriger Schritt. Und da haben sie häufig die Befürchtung, wenn ich das tue, dann bekomme ich irgendwie eine blöde Bemerkung von jemandem, dann, ne, wertet mich jemand ab, etc. Und das zu überprüfen, ob diese Annahmen wirklich stimmen oder ob die vielleicht doch nicht mehr ganz gültig sind, ne, zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist das, was wir häufig halt eben erleben, ne, dass Menschen aus gutem Grund diese Annahmen gelernt haben, weil die früher mal gültig waren, aber eben im Erwachsenenalter zum Beispiel, ne, oder beim Brötchen holen, eben nicht mehr gültig sind und die Leute diese Erfahrung nicht machen. Das ist ein wichtiger Teil. Und dann gibt es eine sehr spezifische
Therapieintervention, die ganz wichtig auch ist. Das ist nämlich wieder zu üben, also den Körper eigentlich achtsamer, wertfreier wieder wahrzunehmen, als man das bislang tut. Ganz häufig ist es so, dass Betroffene so sich antrainiert haben, so einen ganz starken, fokussierten Blick auf die Körperbereiche zu nutzen, ne, die ihnen Sorgen machen. Das heißt, wenn die sich im Spiegel angucken, dann gucken die häufig nur auf die Körperbereiche, wo sie Sorge haben, dass sie da sehr hässlich sind oder eben ihre Makel sozusagen vermuten und sehen den Rest des Körpers gar nicht mehr. Das heißt, man übt wieder so eine ganzheitliche, achtsame Körperwahrnehmung. Und das macht man tatsächlich mitunter auch über so Übungen, wo man gemeinsam vor dem Spiegel steht oder vielleicht sich auch Video aufnimmt oder Fotos aufnimmt und daran dann übt, man den Körper wieder alles anzugucken und eben sich eher achtsam, das heißt nicht bewerten, zu beschreiben. Das ist eine ganz schwierige Intervention auch, die vielen auch im ersten Moment ganz schwer fällt natürlich, ne, weil das sehr ungewohnt ist und weil das natürlich auch was sehr Intimes ist. Und gleichzeitig ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen da sehr schnell viel besser werden und das viel weniger unangenehm wird, wenn man das ein paar Mal wiederholt. Und das ein sehr wichtiger Korrektiver, eine korrektive Erfahrung ist, ne, im Umgang mit dem Alter. Also das heißt, dass ich auch immer wieder diese Übungen für mich machen muss, immer wieder schauen muss, dass ich meinen gesamten Körper wieder lieben lerne und ansehen kann. So, das ist ja, ja, sind ja die Eckpositionen, die wir auch als Zwangserkrankte kennen, ne? Eben die Tür nicht immer auf und zu zu machen, sondern es einmal zu machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie denn so das Gefühl, dass jetzt seitdem Social Media, TikTok und ähnliche Instagram am Markt sind, ob das zugenommen hat, diese Störung? Also, das ist immer eine schwierige Frage, ob es wirklich sozusagen zugenommen hat. Also, die Prävalenzen scheinen sich nicht wahnsinnig stark zu verändern, aber es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Und die Menschen, die wir in Therapie sehen, die sind häufig stark beeinflusst eben durch die ganzen sozialen Medien, vor allem durch Instagram, ne, und TikTok eben auch, weil dort sich natürlich viele Leute darstellen. Oft auch unter der Verwendung von irgendwelchen Filtern, die sie benutzen, ne, wo sie Sachen irgendwie glatt bügeln oder größer oder kleiner machen und so weiter. Und das verzerrt natürlich so den sozialen Vergleich auch, ne? Also man hat immer das Gefühl, man ist irgendwie die einzige Person, die irgendwie nicht so makellos aussieht. Ja. Weil man wissen muss, auf den sozialen Medien stellen sich die meisten Leute natürlich bestmöglich dar, ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Das heißt, auch da. Das gehört wahrscheinlich für viele Patienten auch mit in die Therapie, eigentlich wieder einen guten, gesunden, sinnvollen Umgang mit sozialen Medien eigentlich zu lernen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt eigentlich im Sinne so von Prävention bereits an Schulen, an, ne, junge Kinder, so auch vielleicht schon vor der Pubertät mit denen zu trainieren, wie man diese Medien eigentlich selbstwertdienlich und gesund nutzen kann, ohne im ständigen Battle zu sein mit den Leuten, die man da sieht. Dass man dann auch mal Pausen einlegt und sagt, so heute ist mal nicht, ne? Auch das kann hilfreich sein, ja. So, also man kann das ja, man weiß es ja selber. Gibt es etwas, was ich als Betroffener selber für mich tun kann? Also ein wichtiger Punkt neben natürlich dem, was wir eigentlich allen Leuten empfehlen, ne? Also zu versuchen rauszugehen, sich zu bewegen, ne? Sport zu machen, gesund zu essen, genug zu essen und zu trinken, im Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben und zu sein, ne? Ist sicherlich für viele wirklich dieser Weg in die Psychotherapie ein ganz wichtiger. Also man muss sagen, das, was ich gerade gesagt habe, das ist natürlich was, was vielen Leuten total schwer fällt, wenn die mitten in so einer Krankheitsphase sind. Ne, dann trauen die sich nicht raus, dann haben die den Impuls, sich zurückzuziehen. Ne, dann essen die manchmal auch dysfunktional, ne, weil sie denken, darüber können sie was gegen regulieren. Das heißt, wenn man merkt, Mensch, ich kann diese Sachen aus mir selbst gerade gar nicht nutzen, dann ist ein wichtiger Zeitpunkt eigentlich, sich Hilfe zu suchen. Also das ist schon was, was ich den meisten Leuten wirklich empfehlen würde, weil es nicht, also es ist, glaube ich, ganz schwer, da ganz alleine rauszukommen und das muss man auch nicht, ne? Also es ist Gibt es denn Angehörige oder Freunde, die dabei helfen können? Also
die den Betroffenen helfen können, sich da Hilfe zu suchen. Ja, auf jeden Fall, ne? Also diese Hilfsangebote aus dem Verwandten, Bekannten, Freundeskreis, die sind total wichtig und notwendig. Und gleichzeitig ist es manchmal ganz schwer für die Betroffenen, das anzunehmen, weil die natürlich häufig im ersten Moment so festhängen an diesem Gedanken, eigentlich stimmt ja nur was ästhetisch bei mir nicht. Ja? Und die im ersten Moment gar nicht unbedingt daran denken würden, vielleicht jetzt in Psychotherapie zu gehen. Ne? Sondern die würden vielleicht eher zum Zahnarzt oder zum Dermatologen oder eben zum plastischen Chirurgen eigentlich erstmal gehen. Das heißt, auch da brauchen wir viel Bewusstsein bei diesen anderen Fachdisziplinen, ne? Außerhalb der Psychotherapie und Psychosomatik für dieses Erkrankungsbild, weil das eben häufig die Erstkontaktpersonen sind. Also ich habe viel mit Dermatologen zu tun, die wissen grundsätzlich viele von denen über dieses Erkrankungsbild Bescheid, aber haben natürlich auch noch Schwierigkeiten, irgendwie so dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu entscheiden, wo man jetzt solchen Patienten eigentlich am besten weiterhilft. Und da würden wir immer tatsächlich sagen, von allem, was wir wissen, da ist Psychotherapie oder ne, manchmal auch psychiatrische Behandlung zusätzlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Bei Zwangsstörungen ist ja allgemein auch wichtig, dass Betroffene untereinander sich austauschen. Was halten Sie von Selbsthilfegruppen in dem Bereich? Also das finde ich eine ganz großartige Idee, ehrlich gesagt. Ich habe aus der stationären Arbeit, ne, die ich gemacht habe, häufig eben diese Patienten auch im Gruppenkontext schon erlebt und habe das immer sehr hilfreich empfunden, weil das natürlich so eine Erkrankung auch ein Stück weit enttabuisieren kann. Ne? Und man sieht, dass die anderen Leute ähnliche Gedanken haben. Meistens gibt es sogar so einen Effekt, dass man das, worüber sich die Leute ästhetisch Sorgen machen, ja von außen nicht sieht. Das heißt, untereinander erleben sich die Patienten eigentlich als total normal bis gut aussehen, aber die Kognition und die Sorgen sind die gleichen. Und Ja. das stößt manchmal so ein bisschen Irritation an bei den Patienten, manchmal so im Sinne von, Mensch, ist das vielleicht bei mir auch so und ist das vielleicht gar nicht so, wie ich das erstmal so wahrgenommen habe und ist es vielleicht doch einfach eine psychische Erkrankung. Das finde ich sehr hilfreich. Und die Erfahrung, das machen wir ja auch, ne, über die Deutsche Gesellschaft Zwangsstörungen ganz viel, ne, dass dieses Vernetzen von Betroffenen einfach eine wichtige Stütze ist im Kampf gegen diese Erkrankung. Ne? Und noch einen Schritt weiter, vielleicht sogar eine Vernetzungsmöglichkeit zu geben mit Angehörigen, Betroffenen und ne, professionellen Therapeutinnen und Therapeuten. Das ist sicherlich auch immer eine schöne Idee und eine hilfreiche Idee. Nun sind ja die Körperdysmorphenstörungen erst sehr kurz als zwangsnahe Störung überhaupt bekannt geworden, beziehungsweise aufgenommen in die Diagnosekriterien. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was eigentlich der Unterschied zwischen der, ja, der klassischen Zwangsstörung und der Körperdysmorphenstörung ist? Gibt es da Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Also wir erleben ja bei den Zwangsstörungen häufig also wiederkehrende Bilder, Gedanken, Impulse, die Menschen als sehr wenig häufig zu sich zugehörig empfinden, die in der Regel in irgendeiner Form dazu führen, dass man Verhaltensweisen zeigen muss, entweder im Gedanken oder im tatsächlichen Tun, um diese Gedanken zu neutralisieren. Das sind dann oft Gedanken um Schmutz, um Kontrolle, um manchmal auch eine aggressive oder sexuelle Inhalte. Da können die Betroffenen zumindest in Phasen der Erkrankung immer relativ klar sagen, das bin eigentlich nicht ich, das will ich nicht, und trotzdem kommen diese Gedanken immer wieder eingeschossen. So, ne? Bei der körperdysmorphen Störung dreht es sich ausschließlich tatsächlich um dieses Thema Aussehen. Und in vielen Fällen oder zumindest in Phasen der Erkrankung können Betroffene das nicht so gut sich nicht so gut abgrenzen manchmal von diesen Gedanken. Also sie sind ziemlich überzeugt auch mitunter, ne, dass das einfach stimmt, dieser Gedanke. Ne? Meine Nase ist nicht richtig so. Und das braucht häufig auch erstmal eine sehr ja, wohlwollende, akzeptierende Haltung auch von Seiten, ne, der Therapeutinnen und Therapeuten, um das überhaupt verändern zu können. Ne? Weil die meisten von diesen Patienten machen halt die Erfahrung, dass also sie selber sich ja so wahrnehmen, wie sie sich wahrnehmen, ne, das stimmt ja, und sie von außen eigentlich immer gesagt bekommen, so wie du dich siehst, das stimmt nicht. Ne. Das heißt, die haben häufig so eine große Diskrepanz, ne, selber sehr überzeugt zu sein, gleichzeitig viel
ja, Kritik oder so von außen zu bekommen. Und das verunsichert die häufig. Das verunsichert die auch häufig im Kontakt nur mit anderen Menschen. Und die glauben denen auch manchmal dann nicht. Ne? Manchmal. Das ist ja so, als wenn ich einem Zwangserkrankten sage, hör doch auf, damit die Tür zu kontrollieren. Das ist ja vergleichbar. So, er Ja. weiß ja, dass das alles nichts nutzt und dass es ja alles eigentlich in Ordnung ist, aber er kann es eben nicht lassen. Er kann nicht aufhören. Ja. Ja, genau. Und vielleicht würden wir sagen, also grundsätzlich ist das die richtige Strategie, es einfach zu lassen, ne? Aber wenn das so leicht wäre, genau. Und dann hilft einem so ein Vorschlag natürlich in dem Moment überhaupt nicht. Man hat eher das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden und fühlt sich eigentlich da ziemlich allein, ne? Also das heißt, in Abgrenzung zu den Zwängen haben wir eben dieses klare Thema Aussehen und vermeintliche Makel, die man von außen eben nicht sehen kann oder wenn dann nur ganz leicht. Ja, wir hatten ja schon eben gesprochen, wo finde ich Hilfe? Gut, bei der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Wir haben es ja mit aufgeführt auf unserer Seite. Es gibt aber offensichtlich noch nicht so viele Therapeuten, die sich mit dem Thema auskennen. Wo kann ich denn die finden? Ja, also das stimmt. Es ist leider immer noch so, dass wir relativ wenig Kollegen und Kolleginnen haben, die sich darauf so explizit spezialisieren. Es gibt tatsächlich über Deutschland so verteilt so ein paar Zentren, die also so Spezialambulanzen aufgebaut haben, zum Beispiel in Münster, in Braunschweig, in Frankfurt gibt es so ein Spezialzentrum. Wir haben in Erlangen nochmal auch irgendwie ein Zentrum. Es gibt ein, zwei Kliniken, die sich explizit dieses Themas auch so annehmen. Das braucht aber natürlich auch so ein bisschen Unterstützung, um die zu finden, ne? Und da ist ein Ansprechpartner natürlich die DGZ als ein ganz wichtiger, ne? Wo man ja auch also Unterstützung kriegen kann. Aber das ist trotzdem was, wo wir deutlich, also wo die Gesamt, das Gesamtversorgungssystem deutlich besser werden muss, ne? Also, es gibt zunehmend mehr Kollegen, die ausgebildet werden, na, und die Ahnung auch haben davon. Aber genau, das ist, da kommen zwei Sachen zusammen. Also zum einen ist es grundsätzlich momentan irgendwie schwierig und dauert sehr lange, Psychotherapie zu bekommen, besonders ambulant. Und dann eben noch Therapeuten zu finden, die jetzt sagen, Mensch, das ist ein Thema, das nehme ich mir an oder da kenne ich mich gut aus. Das ist dann nochmal eine zweite Schwierigkeit. Da kommen zwei Sachen so zusammen. Aber mit, ich glaube, der richtigen Unterstützung und so ein bisschen Hilfe von Seiten sozusagen Ansprechpartnern wie der DGZ ist es schon möglich, da auch, auch die adäquate Hilfe zu bekommen. Aber es ist trotzdem ein Prozess, wo man deutlich besser werden muss. Das ist Also so das das. heißt im Umkehrschluss, dass eigentlich noch mehr Fortbildung und Aufklärung auch bei Therapeuten stattfinden muss. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Und das betrifft einmal natürlich Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, und dann betrifft es aber eben natürlich auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ne? Angefangen von den Hautärzten bis über die Hausärzte und die plastischen Chirurgen etc. Auch da, ne, versuchen wir ja immer mal wieder auch, ne, das voranzutreiben, dass es da irgendwie mehr Wissen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Sensibilität gibt, so, ne? Das auf jeden Fall. Aber natürlich auch von auf betroffenen Seite. Ne? Also es ist auch wichtig, das frühzeitig für sich zu erkennen, eine Idee zu kriegen, ist das vielleicht was, worunter ich leiden könnte, dann das abklären zu lassen. Ne? Also auch das ist wichtig. Also insgesamt wünsche ich mir einfach insgesamt mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Also sowohl auf der therapeutischen Seite, aber auch auf der betroffenen Seite, nur dass Betroffene schneller irgendwie die Idee auch entwickeln können, Mensch, das ist was, da kann ich mir Hilfe holen. Das passt auch irgendwie auf mich, ne? Dieses Erkrankungsbild. Vielleicht lasse ich mal abklären, ob es das vielleicht das Problem ist. Also, dass die Betroffenen auch dazu stehen, dass sie daran erkrankt sind und sich entsprechend Hilfe holen oder vielleicht sogar irgendwann auch bereit sind, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, um anderen zu helfen und zu zeigen, guck mal, ich habe es geschafft, ich habe es überwunden, das schaffst du auch. Und es gibt diese Störung. Das ist natürlich bei der Körperdysmorphenstörung besonders schwierig, weil das eben so schambesetzt ist, ne? Aber also ich kenne tatsächlich auch nicht viele, aber ein paar Patientinnen und Patienten, die
das auch selber sehr wichtig finden, ne? So da ein Stück weit auch aufzuklären drüber und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die gerne bereit sind, ne, darüber zu erzählen. Und das ist ganz fantastisch, ehrlich gesagt, ne? Das sind natürlich ganz mutige, tolle Menschen, die wir da brauchen auch. Weil es ist eine Sache, ob ich das erzähle, aber wenn jemand, der das wirklich auch darunter leidet, ne, sich traut, anderen Menschen darüber zu erzählen, das hat natürlich nochmal auch einen ganz anderen Effekt. Und gleichzeitig ist das was, was jeder auch gut für sich gucken muss, ne, ob er das mag kann. Und das ist nicht notwendig für jeden auch. Ne. Können Sie noch irgendwie Literatur empfehlen oder gibt es überhaupt Literatur dazu? Ja, also es gibt natürlich therapeutische Literatur für Therapeuten. Ne? Das ist ja wahrscheinlich für die meisten Betroffenen dann nicht ganz so spannend, aber es gibt ein, zwei ganz gute Selbsthilfebücher auch, unter anderem von dem Kollegen Stefan Buhnhöber aus Bonn. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Keine Angst vor dem Spiegel. Es gibt von Sabine Wilhelm, einer Psychologin von der Harvard University, die ursprünglich aus Deutschland kommt, einen guten Ratgeber. Und es gibt tatsächlich ein, zwei Ratgeber auch auf Englisch, die ganz gut zu empfehlen sind, wenn Menschen das irgendwie mit dem Englischen einigermaßen klarkommen. Aber also das Buch von Herrn Buhnhöber, von Frau Wilhelm, sind gute Bücher. Es gibt von den Kolleginnen aus Frankfurt auch Selbsthilfeliteratur von Viktoria Ritter und Ulrich Stanier, die sehr zu empfehlen sind. Das sind auch zwei sehr kompetente Menschen im Umgang mit der KDS. Also da gibt es eine ganze Reihe, ne, von Möglichkeiten. So, vielleicht können wir das auch mal auf die DGZ-Homepage irgendwie stellen oder Ja, so. das wäre sicherlich gut. Ja, fällt Ihnen noch was ein, was Sie den Betroffenen oder Angehörigen noch mit auf den Weg geben wollen? Also mir ist immer irgendwie ein Anliegen, so Mut zu machen. Also ich habe wirklich jetzt eine ganze Reihe von Patientinnen und Patienten schon kennengelernt, Menschen, die sich da ganz viele Sorgen machen. Und das ist ein Erkrankungsbild, was eine Menge Arbeit braucht. Das wäre gelogen, wenn man, ne, das irgendwie verschweigen würde. Also wo es sich aber wirklich lohnt, Therapie zu machen und wo man einen sehr, sehr, sehr viel besseren Umgang damit finden kann, als die meisten Leute initial erstmal haben. Also es lohnt sich, Therapie zu machen, es lohnt sich, da Unterstützung zu suchen und es lohnt sich auch, in den Austausch miteinander zu gehen, um zu merken, dass man nicht alleine ist, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges und großes Gut, das zu merken. Na, wir sind ungefähr bei der Hälfte der Menschen wahrscheinlich, die irgendwann im Leben eine psychische Erkrankung sowieso irgendwann bekommen werden. Also wir sind da nicht alleine, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den Mut zu finden, sich da Hilfe zu holen, das würde ich allen wirklich ganz doll wünschen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also nur Mut. Man ist nicht alleine damit und es gibt Hilfe. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, uns darüber Auskunft zu geben. Ich denke, viele wird es interessieren und vielen wird es nochmal hilfreich sein, um auf den Schritt weiterzugehen. Und wir bleiben sowieso in Kontakt. Und ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Danke. Vielen Dank.